wie viele sterben. Worauf ich mit Sicherheit auch kein... Oh, fuck. Diese Shot, also diese Dings ist übrigens extrem behindert. Ich mag die Waffe nicht. Das möchte ich nochmal klarstellen. Das ist keine Waffe, mit der ich jetzt das soll. Ja, mit der Pistole mit. Ja, so, was, warum habe ich so ein beschissenes Visier auf dem Ding drauf? Das ist doch. Meine Waffen sind doch alle zum Kotzen, außer die hier. Komm. Au! Ich habe 1 gedrückt. Ich habe schnell 1 gedrückt, aber das hat anscheinend nicht gereicht. Okay. Versuchen das nochmal. Wenn ich jetzt noch treffen könnte, dann wäre ich echt froh. Schon wieder. Das nicht. Sehr schön. Ich stelle mich gerade nicht gut an, das weiß ich. Das sind noch mehr Sachen. Oh mein Gott. Okay. Wir machen das anders. Irgendwie. Aber hätte ich doch bloß eine anständige... Ja, ich verbrutzel dich gleich selbst. Das ist echt genial. Mach mich nicht. So, ich muss mal eben den loswerden. So, wer schießt mich jetzt hier dämlich an? Du. Weg. Okay, gut, fangen wir an. So funktioniert das nicht. Ja, da haben wir euch. Hier sollten wir jetzt mal nicht auf den Nerven kommen. Du willst was da hinlegen, ne? Wieso mache ich weniger Schaden? Ich darf sie nicht dazu kommen lassen, hier die ganzen Geschütze hinzustellen. Das ist ziemlich nervig. Was willst du denn von mir gerade? Ich habe gerade keine Zeit für dich, um ehrlich zu sein. Dankeschön. Ich ziehe den genau ein HP zu wenig ab. Was soll das denn? Ich muss sämtliche Waffen mal überprüfen. Hier ist sämtliche Waffen, die mir hier gerade tierisch auf den Nerv. Sowohl meine beiden Pistolen als auch alles andere. Ich hab echt nicht mehr möglich. Bist du tot? Ich hoffe mal ja. Oh, wo bist du denn hier?
Wer schreit hier durch? Hier geht's auf jeden Fall lang. Wir sind im Atrium. Ich nehme einen freien Weg zu den Shuttles. Wir treffen uns dann dort. Ich bin etwas... Weiter so, Leute! Oh, wirklich. Oh, juhu! Achtet alle auf eure Barrieren! Oh, fuck! Von wo schießen die denn gerade? Bin ich gerade blind? Fuck. Jetzt eine Rauchgranate scheißen, ne? Da sind mir auch ein paar Feinde. Herr, nein! Tu es nicht! Scheiße! Ich hab ernsthaft daneben geschossen. Ich bin ein Genie. Alter, was ist das denn hier für ein Kampf? Wir sterben. Immer noch einer. Oh, hi. Alle okay da oben? Anson Rodriguez hat eine Kugel abgekriegt, aber ich glaube, sie wird's überstehen. Commander, ich habe die Cerberus Shuttles erreicht, ohne entdeckt zu werden. Aber sie wissen jetzt, was wir vorhaben. Sie müssen sich beeilen. Okay, wohin muss ich denn? Viel wichtigere Frage. Hier lang? Ja, tatsächlich, hier lang. Okay. Knock, knock, is there somebody? Das ist eine beeindruckende Barriere, Octavia. In unserer Akte steht, dass Sie sich mit Schildtechnologie beschäftigt haben. Achso, das ist ein Gegner! Gerade komplett Brain AFK. Ich kenne sie nicht. Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Das ist ein Multikern-Schildprototyp auf der Basis zyklonischer Barrieren. Er hält Ihnen stundenlang stand. Sanders, hier Shepard. Ich habe hier verängstigte Studenten hinter einem Schildprototypen. Woher wissen wir, dass das kein Trick von Cerberus ist? Überprüfen Sie die Verzerrungsspitzen, Isaac, wie ich, als Sie die Ausgangssperre umgangen haben. Und wenn das Octavias-Schild ist, erinnern Sie sie an den Punktabzug, weil die nicht simultane Energie die Emitter überlastet hat. Danke, Sanders. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotik-Studenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Okay. Wir sind ein vorbildlicher Typ. Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Eine Brustplatte, sehr schön. Liegt natürlich auch einfach so in der Uni rum. Kann ich da rein? Oh ja, was kommt denn jetzt? Okay.
ist ja genial. Das Shuttle ist da drüben! Paarweise hinlaufen! Rodriguez mit mir! Komm mal da hinter ihm! Wo soll ich lang? Also ich mag es gerade in diesem Max, das ist mal abwechslungsreich. Schade, springen kann ich mir jetzt nicht. Ah, da oben kommt keiner. Wir haben noch ziemlich gut Schild, also ich glaube nicht, dass wir hier, oh hi, hier ein großes Problem kriegen werden. Wo kommen die denn gerade überall? Go to die. Auch wenn wir hier gerade alles nur gedämpft hören, wegen dem Mac. Die Shuttle sind gleich startklar. Sind wieder Leute gelandet. Hallo? Stirb. Was? Erzählen. Geht das nicht kaputt oder? Alle zum Shuttle! X aussteigen. Okay. Beeilung, Commander. Die Normandy hat den Kreuzer von seiner Position weggelockt. Wir müssen jetzt hier weg. Kaylee, wie geht's voran? Shuttle entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo ist Rodriguez? Sie braucht Feuerschutz! Sie wird es nicht schaffen! Und? Kriegst du ihn? War klar. In einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich habe sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Nicht alle haben es geschafft. Jason Prangley kam mit 6 Jahren nach Grissom. Er hat kaum ein Wort geredet. War total schüchtern. Ich sah ihn aufwachsen. Und jetzt? Er hat immer gelesen über Schlachten und so. Ich habe ihn Arschkriecher genannt. Wir sollten die Aufgabe der Studenten überdenken. Ihr Ausbilder ist tot. Und Prangley. Ihre Barrieren sind beeindruckend. Sie könnten Schlüsselstellungen verteidigen. Als Unterstützung? Ja. Dafür wären sie perfekt. Prangley ist tot? Und wir dürfen nicht mal kämpfen? Sie werden Leben retten, genau wie Ensign Prangley. Vergessen Sie ihn nicht. Und wenn Sie Ihren ersten Reaper bekämpfen, soll er ihn auch nicht vergessen. Danke, Commander. Wird gemacht. Gute Arbeit, Shepard. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Hackett lässt die begabteren Studenten einen Blick auf den Kegel werfen. Vielleicht haben wir was übersehen. Ich wünschte, ich hätte alle rausbringen können. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht.
Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja, danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Hä? Wissen Sie, was die anderen Spezies gegen die Reaper unternehmen? Ob Sie es glauben oder nicht, Turianer und Kroganer kommen tatsächlich miteinander aus. Das hatten wir schon. Earthen und Rex. Was ist mit den... Das hatten wir bereits. Warum... Der will also gar nicht mit mir reden. Okay. Ich dachte, weil die so meinte, so, jo, der ist verfügbar, dass der mit mir reden will. Will aber anscheinend gar nicht. Der hat nur die gleichen Gesprächsoptionen, die wir schon durchgegangen sind. Das ist schade. Aber gut, was will man machen? Ich hatte einen Kumpel, der entlassen wurde. Kategorie 6 nach Eden Prime. So, lass mich mal durch hier. Und so auch immer wieder diese Schleuse ist. Neue Nachrichten, Commander. Ich habe neue Nachrichten, das ist aber lieb. Privates Terminal. Die Hoffnung lebt von Eva. Commander, ich schreibe Ihnen aus dem Kelfic-Tal auf Tuchanka. Krogana, Moment, Eva, die, Kroganerin? Ich schreibe... Gerade vom gesamten Planeten stürmen hierher so viele, dass ich sie längst nicht mehr zählen kann. Sie alle haben die Nachricht gehört. Wir sind endlich frei. Die Zeit der Leiden ist vorbei. Nie wieder werden Kroganerinnen Angst haben müssen zu gebären. Nie wieder werden sie den Schmerz und die Sorge fürchten, die dabei auftreten können. Ich weiß zwar nicht, was das Schicksal letztlich mit meinem Volk vorhat, aber ich verspreche Ihnen, dass Sie Ihre Entscheidung, an uns zu glauben, nicht bereuen werden. Wir werden die Reaper nicht nur wegen des Ruhmes bekämpfen, sondern weil wir wissen, dass wir nach dem Sieg eine Zukunft haben. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, Tuchanka zu bereisen und jene Worte zu verkünden, die fast 2000 Jahre lang kein Kroganer mehr gehört hat. Es besteht Grund zur Hoffnung. Weitergeleitete Nachricht von Hackett. Von Kaylee Sanders. Hallo Commander. Ich hatte keine Zeit, mich angemessen für die Rettung der, Akademie zu bedanken und Admiral Hackett hat zugesagt, dass sie weiterzuleiten. Meine Studenten erfüllen draußen ihre Pflicht, während ich beim Tigel helfe, so gut ich kann. Es ist ein erstaunliches Projekt, viel weiterentwickelt als alles, was ich je gesehen habe. Einige meiner eher tech-orientierten Schützlinge sind auch hier geblieben, wenn ich ihnen beim Arbeiten zusehe. Das ist die Zukunft, Commander. Dieses Projekt wird der Fortschritt der Menschheit über Generationen bestimmen. Und der Dank dafür gebührt allein Ihnen. Beste Wünsche, Kaylee Sanders. Aha, interessant, meine liebe Kaylee Sanders. Gut. Wir überlegen uns schon mal, wo wir als nächstes hingehen. Ich würde gerne irgendwie Treibstoff kaufen gehen. Wenn das irgendwie möglich wäre. Mir möchte bitte noch jemand erklären, was hier das mit diesem Artefakt zu bedeuten hat. Cerberus-Entführung wäre dann die nächste Mission, die wir machen. Ist hier jetzt irgendwie mal eine Tankstelle? Nein. Signal bestätigt. Okay. Cerberus-Entführung. Ja. Wisst ihr was? Nope. Einfach nur nope. Ich frage, was macht denn da jetzt? Ich habe keine Lust. Verdammt, das, was ich vor Ort hatte, nicht funktioniert. Ich habe absolut keine Lust darauf, gleich auf dem Trockenen zu sitzen und dann, keine Ahnung, nicht weiter zu können.
weiß gar nicht, was dann passiert. Ich will aber, ich glaube, ich will es aber auch nicht ausprobieren. Deswegen, ja.